habe ich 6 Schilde, 3 Laserguns, 2 Exoskelette, ein Nachtsichtgerät, eine Batterie und 2 Fusionswerkzeuge. Ich habe halt meine 5 Lasertürme drin. Vor allem das Geilste, die schießen jetzt auch aus dem Panzer raus, ne? Die Lasertürme. Ja. Weißt du, was ziemlich witzig wäre? Mhm. FaceLife meinte ja mal, das mit diesem. Mit der Community. Du fährst gleich in mich rein. Wow. Ja. Du bremst nicht. Ich hab, die Bäume haben mich gebremst. Ich mache die Wege immer breit. Ja. Stell dir vor, du fährst so mit 10 Panzern lang. Alter. Dann könnte man 5 gegen 5 spielen. Ich fahre jetzt nur rum, meine Laser kümmern sich um das Zeug, was hinter mir fährt, und ich mache mit meiner Kanone alles platt. Also ich werde jetzt wieder ein paar Runden drehen, ne? Ja, ja. Wir machen das schon, wir werden schon wieder ganz elegant aussehen dabei. Oh, im Wald? Alter! Von dadurch, dass meine Schilde nicht angegriffen werden, die Laserkanonen können dann aus vollen Rohren ballern quasi. Guck mal, wie schnell wir das hier platt machen alles. Fertig. Ja. Soll ich den nervigen Anhang loswerden so ein bisschen? Alter, wie schnell wir schießen mittlerweile. Kann man auch einen Reparaturroboter mit sich rumfliegen lassen? Bestimmt, ne? Ja. Müssen wir als nächstes mal ausprobieren. Guck mal, da rechts ist ein Nest im Smog. Hast du noch... Schon gut. Reparatur geht's? Smog? In welchem Smog? Ach da. Seit wann ist das denn da? Ja, haben wir eben erst entdeckt. Hm. Alter. Das ist gewachsen. Ich habe vorhin gelesen, dass wohl im Verlauf des Spiels, also diese Wachstumsrate steigt, ja. Und dass sie das jetzt so ein bisschen gefixt haben, weil die unverhältnismäßig steigt im Laufe des, im Verlauf des Spiels. Hey, wir haben einen Kugelschaden. Kann man eigentlich den Stein reparieren? Weiß ich nicht. Probier's doch aus. Nein, geht nicht. Oh, 6 ist das höchste. Das da oben sind noch Punkte von mir, ne? Mhm. Da
habe ich mal wieder richtig meine Fahrkünste bewiesen. Hast du das? Ich habe mich aufgepasst. Ja, ich bin gegen das Wasser gefahren. Also hättest du eigentlich den Panzer im Wasser versenkt, ja? Ja, ich würde ja einen Amphibienpanzer fahren. Natürlich. Das weiß dein Panzer nur noch nicht, ne? Gar nichts, die Viecher, ey. Dein Panzer fährt weg. Währenddessen repariere ich ihn und springe wieder rein. Boah, Alter. Highskiller. Du bist schon ziemlich cool. Ich bin schon ein krasser Typ, ja. Cooles Nest. Moin. Nein, ich wollte da nicht reinfahren. Oh, jetzt habe ich nicht durch deine Viecher gefahren. Jetzt ist mein Panzer ganz schön Schrott. Ich muss mich vielleicht ein bisschen absetzen jetzt. Ich mach das Nest mal alleine weiter da. So lange. Kommen wir gleich wieder. Ein bisschen Schlangenlinien, damit die auffummen. Uiuiui. Oh, ich sollte vielleicht nicht mehr so viel Sachen plattfahren. Hast du zufällig noch Reparaturkits? Ein paar, aber ich brauche Hilfe. Achso, du brauchst Hilfe? Sag das doch. Ja, so ein bisschen vielleicht. Aber aufpasst, dass die Spuckviecher nicht auf dich gehen hier. Ich kann auch mit der Kanone schießen, aber ich bin einfach zu geizig, ey. Dankeschön. Oh. 60 von 1000 Gesundheit hatte ich noch. Komm mal mit deinem Panzer hier dann zu mir. Stell dich mal daneben, dann gucke ich mal, was noch übrig bleibt nach dem Reparieren. Mhm. Munitionstechnisch geht es mir noch richtig gut, ey. Ich kann noch 15 Repair-Kits herstellen auch. Ach, weißt du was? Ich kann ja... Warte. Die Hälfte liegt jetzt im Panzer. War cool. Danke. Bitteschön. Weißt du, warte mal ganz kurz. Ja. Bleib mal ganz kurz stehen. Da fällt mir ein, ich habe mir so einen Roboterhangar gebaut. Ja, ich... Siehst du? Dann haben wir einen Reparaturroboter in der Nähe. Vielleicht, ja. Dann könnten immer mit uns mitfliegen und uns reparieren. Komm, lass uns das als nächstes in der Basis upgraden. Wie ging das nochmal? Ich habe sogar Flugroboter dabei. Ich habe 10 Stück dabei. Da musst du den in dein Inventar, musst du den nur Reparaturkits geben. Reparaturkits habe ich auch. Aber die musst du den Hangar nicht in deinem Anzug packen? Ja, ist er. Ja, dafür habe ich gar nicht genug Platz, glaube ich. Wie viel Platz nimmt der weg? 4. Ja, nee, habe ich gar keinen Platz für. Wie ging denn das nochmal?
Elektrizität, warte mal, da muss ich aufladen. Roboterlimit 10. Ich habe 10. Ach nee, warte mal. Ich könnte statt der Batterien das machen mit dem Roboter. Nee, aber Flugrobotergestell ist ja noch nicht der Roboter, oder? Nee, nee. Wie baut man denn die Roboter? Die baust du. Persönliche Roboter haben gebraucht das. Die Roboter selber baust du, glaube ich, hier bei Handwerk, dem ersten, und dann gibt es da einen Bauroboter. Ah, da. Ja. Logistik, den und brauchst Bauroboter. Du. Einer. Yeah! Baby. Steig mal ein, steig mal ein. Awesome. Aber die werden halt auch angegriffen, ne? Okay. Gucken wir mal, wie lange der überlebt. Er repariert uns ja jetzt beide. Und auch nur so lange Reparaturkits da sind. Ja, davon sind jetzt noch 6 Stück übrig. Ja, wir gucken mal gleich. Willst du das rechts erst, das große hier? Das große, ja, machen wir direkt das große, solange wir es noch haben hier. Au. Das ist groß. Ja, geht, ne? Scheiße! Die Kackviecher werfen sich immer aufopferungsvoll da rein. Und dann überfährt man die und dann ist die halbe Panzerung weg. Würmer da auch sind, diese Kackviecher. Oh, ich bin ja schon bald tot. Wie sieht's bei dir aus? Nicht mehr so gut. Oh oh. Das hätte ich mir vielleicht nicht einfangen dürfen. Klappt das mit dem Reparieren noch? Bitte? Oh oh, das darf nicht passieren. Eventuell geht's mir nämlich nicht mehr ganz so gut. Autsch. Mir auch nicht. Ist der Roboter tot? Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ging ein Chaos unter wahrscheinlich. Mal, dass ich dir eventuell ganz dezent helfen kann. Also die gehen nicht auf mich dann. Das Blöde ist, die anderen Roboter sind im Inventar, sind ins Inventar gerutscht. Solange die auf dich gehen, kann ich dir immer so zwischendurch, wie du eben gesehen hast, ein paar abnehmen, so weißt du? Mhm. Das ist halt nur elegant machen. Jetzt gehen sie auf mich. Das ist aber noch nicht so schlimm. Dann kannst du ja auf die ballern, genau. So. Niedergewichst. So, der Roboter scheint aber noch zu existieren. Keine Reparaturkits dann, oder was? Doch, die sind noch da. Warte mal. Ist er noch da? Nee, im Inventar ist er nicht mehr. Schade. Okay, also erstmal zurück, ne? Ja. Dann brauche ich jetzt auch nicht mehr reparieren. Ich werde es ja wohl noch schaffen bis zu Hause. Da im Hangar wartet ja dann Reparaturroboter auf uns. Warte mal, nein, da fliegt er doch. Hä, nee. Warum wird an mir angezeigt, dass da weil ein Roboter blinkt? Nee, weil du. Nee, das ist das Zeichen für einen Bauroboter, dass da was repariert werden muss. Ach so. So, nicht gegen was gegenfahren, ne? Weil sonst.
geht dein Panzer kaputt. Jo. Ein Strommast reicht da aus.